8.5.1945. Waffenstillstand. Was glaubst du, wo du bist? Hä? In Deutschland? Nein, Madame. In der Hölle. Was machen wir jetzt? Du und ich über das Tor. Warte einen Augenblick. So stelle ich mir das große Abenteuer nicht vor. Ah, mein Arm hat Feuer gefangen! Tom! Ah. Wo bist du wirklich gewesen? Ich möchte dir nicht deine Illusionen zerstören. Och, ich mach mir keine. Nicht über dich. Oh, du verletzt mich, Bruder. Denn ich habe von dir immer eine hohe Meinung gehabt. Ja. Wie können zwei Jungen nur so verschieden sein? Was gibt's zum Frühstück? Steh doch mal rechtzeitig auf, dann weißt du. Hältst du das für witzig? Du kannst deinen Kirschkuchen nehmen, wenn du willst. Aber doch keinen frischen. Vater? Deine Mutter sagt mir, du sprichst davon, ins College zu gehen. Ja, Vater, ich habe mich beworben. Na gut. Ich hoffe nur, dass du das nötige Geld hast. Ich habe nämlich keins dafür. Ich habe mich um ein Stipendium beworben. Ich habe ein kleines finanzielles Problem. Ich brauche einen Job, um mein Studium zu finanzieren. Lassen Sie sich von einem anderen Vollidioten zum reichen Mann machen. Ich habe satt! Rudy, bitte warten Sie. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wissen Sie, wir haben ein nur halb belegtes Hotel in Santa Barbara. Es ist ein wunderbarer Platz, aber niemand geht dorthin. Die können ein wenig Schwung gebrauchen. Neues Image. Mädchen in Bikinis, ein bisschen Remi-Demi. Och! Hau doch endlich ab! Gehen. Was ist denn los? Ihr Vater hat sie rausgeholt. Mein Vater? Hat er gesagt. Nicht möglich. Aber jetzt ist alles gut? Ja. Ja, sicher. Klopfer an Holz. Und benimm dich anständig. Ja, Mama. Na gut. Seitdem ich überhaupt denken kann, Julie. Wo kann ich die Damentoilette finden? Danke, Miss Prescott. Ich bin in Schwierigkeiten, Rudy. Du kannst mir helfen. Augenblick. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Höflich, so korrekt. Ich war beeindruckt. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht allzu oft in meiner Fabrik. Die deprimiert mich. Ich weiß aber, wo es noch schöner ist. Und dort gibt es Daiquiris. Ach, Mama, hör doch. Ich kann es nicht mehr aushalten in Port Phillip. Ich schaff das nicht. Zu derselben Überzeugung bin ich auch gekommen. Darf ich dir vorstellen, meine Frau? Kann ich jemand noch ein Schlückchen anbieten? Lehrtätigkeit? Rudy, diese Welt beherrschen die Macher. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie meine Tochter verführt haben. Und ich erwarte, dass Sie die Konsequenzen ziehen. Musik.
Sie ist die Tochter vom Chef. Ich komme später wieder. Rudy, ich möchte nur, dass du mit mir schläfst. Ich habe die Seife vergessen. Die Seife? Ich hoffe, Sie mögen Sandelholz. Machen Sie mir Platz. Geh nicht in den Nahkampf! Diesen Tag will ich an nichts anderes denken. Danke. Tommy, es tut mir leid. Ist es sicher meins? Oh, das kommt nicht in Frage. Ich schlaf doch nicht mit einem Verrückten. Hey, Theresa, dann hör doch mal zu. Es ist prima gelaufen, Tom. Und was ist mit dem Baby? Du hast einen Jungen fabriziert. Es ist ein tolles Kind. Tommy, du wirst uns doch diese Chance nicht vermasseln. Das ist der direkte Weg zum Titel. Bin ich doch. Ich weiß nur, dass einige Steine geworfen wurden. Deine Frau kam zur Tür raus. Ein Student hat Fotos gemacht. Offensichtlich war sie betrunken. Nicht einen roten. Entschuldigen Sie den Ausdruck, wir sind zurzeit empfindlich. Nicht einen roten Cent Einkommensteuer. Na kommt schon. Gib mir eine Chance. Lasst mich eine Mahlzeit kochen. Ach, ich hab sie gekannt, als ich noch ein Knabe war. Du bist ein prima Junge. Der Beste. Der Einzigste von allen Einzigen. Mein Bruder!